Was hast du gesagt? Oh, aha, nice. Jetzt geht der Fahrstuhl. Ah. Na, schön langsam lernst du ja, wie es ist. Als Techniker. Ja. Du bist der wahre Lehrer für mich. Ja, super. Wer drückt? Okay. Wahrscheinlich brauchen wir die nicht mal im nächsten Stockwerk, aber wir werden es sehen. Shit. Wie shit? Sind verloren, weg. Oh. Ja, wie gesagt, wir werden sie nicht brauchen. Genau, Isaac. Lenkt mich immer ab von Frauen. Das Aufzugsgespräch. Na stimmt natürlich, wenn er alles verliert, was ihm lieb und teuer ist, dann ist er der Gearschte. Das ist, ja. Ach, da ist eine Tür. Ja, da ist eine Tür. Oh. Scheiße. Immer mit der Ruhe. Klappe zu. Und Augen auf. Oh, liegt wieder was. Ich glaube schon langsam, wir sollten die Spieler wechseln. Ja. Deiner hat gerade was ziemlich Schlaues gesagt, das habe ich aber auch gesagt. Immer mit der Ruhe. Wow. Aha. Das gefällt mir nicht, aber ich hole mir die Kiste. Ja, mir auch nicht unbedingt. Ich guck mal eben in der anderen Richtung, was da war. Oder war da nix? Hier ist ein Raum. Und in diesem Raum ist nichts außer Vorräte. Aber nicht für uns. Da ist ein Viech, habe ich gerade gesehen. Oh, nicht nur eins. Ja, warte halt ab. Wow. Jo, die sind ja widerlich. Ist ja ekelhaft. Das passiert also mit den Viechern, wenn sie verhungern. Da ist noch eins rechts von dir. Ups. Also ich merke, mit meiner Wegschießschutzwaffe oder was ich da gerade habe, schießt man die schön gegen irgendwas gegen dir, zerplatzen. Mhm. Oh, ich bin voll. Jo. Ah, hier liegt noch ein gutes Medipack. Bum, 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 bum. Du kannst mir, glaube ich, noch... Kannst du mir noch eine Sache geben? Ja, du kannst mir eine Sache geben. Dann kannst du noch eine weitere Sache aufsammeln. So machen wir das. Was willst du denn haben? Was ich haben will? Stase? Was willst du mir geben? Stase kann ich am wenigsten... Obwohl, ja, weißt du was? Lass uns tauschen. Eine Stase gegen ein kleines Medipack. Ja, ich habe beides zu viel. Ja, gib mal Stase. Geben... So, jetzt habe ich dir ein kleines Medipack dafür gegeben. Und was hast du sonst noch Interessantes für mich? Warte, ich lade meine Energie auf, dann so kann ich was aufheben. Ich lade nämlich, ich brauche noch ein bisschen Munition. Ich habe zu wenig Munition bei mir. Okay. So, ich bin bereit, ich bin voll. Da war noch was drin in dem Schrank. Jo. Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich als Mäuschen still im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe holen. Denn Stade. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Oh, ja. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen nach. Ackerman! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche. Fleisch! Gut. Ew. Okay. Also,
Wenn du da durchgehst, sind gleich rechts und links ein paar Viecher. Wunderbar. Also links sehe ich nichts. Du übernimmst gerade rechts, wenn ich das richtig sehe. Ja. Jetzt sehe ich was. Oh, scheiße. Die sind gut, weil sie mir ausweichen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir nicht hungrig sind. Und deswegen ein bisschen kräftiger auf den Beinen sind. Oh. Ja, jetzt wird's etwas knapp. Geh mal zum anderen Eingang rüber. Ich schieße da mal welche rüber. Dann kannst du... Oh, oh, oh. Der ist gefährlich, der ist gefährlich. Scheiß Kerl. Pass auf, dass sie den nicht auf den Kopf springen. Wenn sie das machen, dann wird's gefährlich mit den Wiesern. Sag mal, wann ist denn da endlich Schluss? Bei mir ist Schluss. Okay, ja, scheint bei mir auch jetzt zu sein. Und, ich muss nachladen. Weil ich habe hier schon wieder eine Upgrade-Plantine. Hm, sehr gut. Ah, schon wieder plus 2, minus 1 Clip. Mann, 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 Mann. Naja, ein bisschen Schadensupgrade ist vielleicht ganz gut. Mal sehen. Ja. Vielleicht feuere ich dann ab sofort nicht mehr mit der Shotgun, sondern mit dem Einzelschuss. Muss ja, noch überlegen. Was ich getestet habe in der Werkbank, kann ich auch mal sagen, du kannst die Teile verkaufen, kriegst dafür Rohstoff und kannst dadurch wieder neue Sachen herstellen. Also solche Chips zum Beispiel. Ach so? Ja, weiß ich aber nicht, ob sich das lohnt. Wenn ich einen Chip verkaufe, kriege ich wahrscheinlich weniger Geld, als wie wenn ich ihn neu baue dann, ne? Ja, du kriegst aber vor allem Wolfram, was halt sehr wichtig ist. Mhm. Ja, werden wir sehen. Bis genau. Jetzt sammle ich gut ein eigentlich. Sieht auch nicht aus, ne? Wow. Klopf, klopf. Ja, hallo? Da klopft jemand. Na wunderbar. Da ist er also drin. Ja, nee, da mache ich jetzt nicht auf. Ich habe mein Artefakt aufgesammelt. Super. Irgendwie sind wir jetzt komplett vom Missionsziel. War da nichts in deiner Richtung? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Okay. Einfach nur Ende. Irgendwie sind wir jetzt komplett vom Missionsziel abgekommen. Was ist überhaupt momentan unser Ziel? Okay, damit können wir schon mal nichts machen. Ja, unser Ziel ist, nach ganz unten zu kommen, da wo die Anzüge sind, weil wir sollen uns einen Schneeanzug holen. Ah, stimmt, Schneeanzüge. Da war was. Es war kalt draußen. So, und hier... Joa. Nein, nein, nein! Oh, was, nein? Ja, guck mal, was hier genau ist. Was dann passiert. Diese Dinger, die sich dann bewegen und wir müssen durchrennen. Ja, aber wir müssen es eindeutig machen. Das siehst du doch, oder? Mhm. Ja. Also nochmal. Wo ist das überhaupt, was du meintest? Ich sehe hier nichts. Hinter dir. Da, da, da. Das sind Tore. Und die tun weh. Da sind Stacheln dran. Ja, die ziehen sich immer ein und kommen wieder raus. Ich kenne diese Teile. Woher kennst du das denn? Ich kenne es daher, weil, wo ich früher mal war, wo ich gearbeitet habe, in dieser Arbeitsstätte, und daher kenne ich diese Teile. Damit wird eigentlich Fleisch zerstückelt. Aha, na wunderbar. So, warte mal, das hier funktioniert schon mal so nicht. Aber so könnte es hinhauen. Nee, auch nicht. Mensch, was für ein Käse. Darf warte mal. Nee, ich hab's eigentlich schon. Na gut, mach wie du meinst. So geht's nicht. Na, warte. Genau. Ich mach unten. Nein, ja genau. Einmal nur unten. So, jetzt passt's. Na, geht doch. Also sollte zumindest gehen. Mhm. Jetzt starten. So, Platinen ausgerichtet. Jetzt geht's los. Nicht. Nein, 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 nein. Du bist mutig. Okay, und es geht wieder zurück. Tja, nun. Warte. Es wird immer schneller und dann. Patsch. Wenn die Viecher durchkommen. Aber ich weiß, was man zu tun hat. Stase, wenn die. Ja, ist. Das ist klar. Ich werde schießen. Okay.
Was ist das denn überhaupt für ein Dosenzeug hier? Kann man wieder nicht lesen. Naja. Kannst du mal Stase wieder aufladen? Ja, ist eine gute Idee. Und jetzt? Ach Gott, jetzt müssen wir es, wenn es auf der anderen Seite ist. Genau. Okay, nee. Das funktioniert schon mal gar nicht. Warte. Oh, da kann man nicht durch. Aha. Ich vermute mal, das Teil hier. Ah! Halt du das mal an, bitte. Okay, warte. Beim nächsten Mal halte ich es an. Und zack. Ach, da ist noch eine Tür. Ah, Cheats, Cheats, Cheats. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Ah, zu spät und daneben gefeuert. Nochmal Stase aufsammeln. So, beim nächsten Mal aber. Ich glaube, von hier aus ist es am praktischsten. Hui, durch bin ich. So. Jetzt kommt wieder ein schönes Spielchen. Noch mehr Stase. Also das muss man ihnen lassen an, Gimmicks an Auffüllgegenständen und Nachladesachen haben sie nicht gespart. Mhm. Nicht schlecht. Okay, das funktioniert schon mal gar nicht. Muss ich Der untere war einfach. Und was ist jetzt mit dem hier? Die beiden müssen theoretisch... Ja, es gibt nur eine Lösung. Dachte ich zumindest. Vielleicht ist die Lösung falsch, die ich gewählt habe. Warte, ich hab fertig. Ja. Das Sechser war leichter als das Vierer. Mhm. Weil es da eine Lösung geben kann. Eigentlich. Ich guck nur mal rein. Oh, hinter uns! Ah, ich muss auch kurz Waffe wechseln. Okay. Ja, bei denen ist es besser, den normalen Schuss anzuwenden, weil die schwächer sind. Nö, ich mach was ganz anderes. Ja, oder mach was anderes, mir wurscht. Für mich funktioniert auf jeden Fall der Schuss am besten. Ich, wenn die rauskommen, mit meinen Druckwelle schieße ich gegen eine Wand und die zerplatzen immer. Nice. So. Wieder Stase einsammeln. Jetzt müssen wir gleich da durch. Und der ist ziemlich schnell. Kein Stress. Ja, das war schon mal komplett für den Arsch. Ah, einmal zu viel nicht aufgepasst. Na gut. Nächster Versuch. Jetzt zeige ich. Komisch, die Monster kommen gar nicht wieder. Doch. Nö. Warte mal. Ach, wir müssen die erst starten. Okay, jetzt kommen sie nochmal wahrscheinlich. Ich hab schon mal offen gemacht. Oder kommt doch nix? Doch. Bleibst du. Ah, wusste ich's doch. Zerplatzt. Oh, oh. Oh, der ist aber nah rangekommen. Hab ihn weggestoßen. Von dir. Also die Waffe ist, oh, die Waffe ist praktisch. So, jetzt wird's weniger leicht. Jetzt muss ich irgendwas ablegen. Hast du noch Platz? Nein. Dann muss ich irgendwas vernichten. Ich habe ein kleines Medipack hier rumflacken, falls du irgendwas tauschen willst. Ups. Gegen ein kleines Medipack. Falsche Tank. Was zum... Oh, das war fies. Ich weiß doch, dass ich gefeuert habe. Aus dem Weg, Mann! So. Hallo, Julia. Du immer mit deiner hallenden Julia. Ich meine, ich würde zwar auch gerne in Julias Halle wollen, aber... Hm? Schon wieder mir die Pack, davon gibt's doch so viel schon.
Guck mal, die haben hier Leitungslecks. Ich kann sowas überhaupt nicht sehen als Ingenieur, das geht gar nicht. Schau dir mal an, wie das tropft hier, das ist ja furchtbar. Ja. Find's auch ein bisschen komisch, dass man die Schneemäntel... Warten. Seh was. Oh, sehr gut. Oh, das kann ich jetzt nicht, Explosionsverstärker, hm? Klingt interessant. Weißt du was? Das werde ich mir schon mitnehmen. Ich schmeiß einfach wieder irgendwas weg. Ich brauche nicht so viele kleine Medipacks. Ich kann mit den großen viel mehr anfangen. Ah, du hast es auf. Ja. Lass einfach mal die kleinen Medipacks liegen. Brauchen wir eh nicht so viele von, glaube ich mal. Ja, aber ich glaube, wenn es eine aufnimmt, hätte es sogar gereicht. Jo. Ist wahrscheinlich auch so. Sergeant Cochran, gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist und was noch wichtiger ist. Sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Warte mal eben, kannst du mal nochmal zielen und Chinese machen? Ah, die Rebellen, die ihr sucht, sind nicht hier. Handwaffe zur medischen, medizinische Hilfe, glaube ich. Nicht. Mal gucken, was dahinter ist. Oh! Anzugskammern. Ich wollte gerade sagen, dass die so weit weg sind, diese Schneeanzüge, wundert mich. Arktischer Anzug, cool. Jo. Oh Gott, ist der hässlich. Eva-Anzug, Zeugenanzug, Erstkontaktanzug. Habe ich auch. Und der hübsche, den ich hab. Naja, was soll's. Wir beide ziehen uns um. Jo, muss wohl. Ach, fast gleichzeitig. Jojo. Jetzt können wir als Brüder durchgehen. Nee, doch nicht. Oh, bei mir sieht der geil aus. Dum, 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 dum. Also man muss es ihnen lassen, das haben sie wirklich schön inszeniert. Oh, warte mal. Rick-Rates. Genau, Rick. Rick, Rick, Rick. Schön, dass die übernommen werden, das freut mich sehr. Ja. So, was brauchen wir? Wir brauchen... Luft brauche ich nicht. Trefferpunkte brauche ich auf jeden Fall. Panzerung, schade, kann ich mir nicht mehr kaufen, bin ich schon pleite. Das ist das Letzte. Geld für Luft habe ich zwar, aber irgendwie... Nein. Ich will keinen Wolfram ausgeben. Gesundheit. Da müsste ich wohl... Okay, meine Vorräte sind leider für alles zu klein. Ich müsste mal irgendwas verkaufen. Ist hier auch noch eine Werkbank in dem Raum? Weiß ich nicht. Ist auch so ein lustiges System. Dort, wo man sich umziehen kann, gibt's keine Werkbänke. Fast. Jedes Mal ist es so. Aber, ey... Maschine! Ich trau dir nicht! Was hast du gesagt? Guck mal, also ich finde meinen Anzug irgendwie richtig geil mit diesem Rot. Ja. Ja, deine Maske sieht wirklich ziemlich gut aus, muss ich zugestehen. Und von hinten? Ja, auch ganz nice. Okay, wir sollen da durch. Ja, das denke ich mir schon. Aber ich traue der Maschine nicht. Ich auch nicht. Da ist auch mal... So, entweder Fahrstuhl hoch oder hier durch. Hm. Gibt dann zwei Möglichkeiten. Fahrstuhl. Ich guck einmal durch. Ich will nur schnell durchgucken, was da ist. Na gut, guck, aber der Wegpunkt sagt Fahrstuhl. Hier sind jedenfalls Viecher drin. Ja. Guck mal da oben rechts, da hängt irgendwas runter. Ich seh nix. Ach, das ist ein Mensch. Ein Mensch? Ein richtiger Mensch? Wo? Ach so, nee, gut. Bei meiner Auflösung ist da ein Mensch. Hä? Was redest du? Ja, so ein toter Mensch halt. Ach, waren wir hier nicht schon? Ich gucke mal. Das sieht sehr bekannt aus für mich. Ja, mir auch. Ich guck nur sicherheitshalber mal rein und guck mal, was hier hinter ist. Ja, von da kommen wir. Verstehe.
Oder ist sie zumindest so gleich? Sesamsemmel, öffne dich. Fahrstuhl! Und da gibt's wieder die gute Fahrstuhlmusik. Yes! Ach ja. Vergesst das immer. Ja, ich denke halt, in der Zukunft sollten die Fahrstühle irgendwie sprachgesteuert sein oder keine Ahnung, von alleine wissen, wo es hingeht, wenn es nur zwei Stockwerke gibt. Also irgendwie dachte ich mir schon, dass das irgendwie so läuft, aber anscheinend nicht. Oh, der ist erfroren. Ja, das ist er. So, dann wollen wir mal warten. Also wir müssen jeden Fall nach draußen und es wird kalt. Ich freue mich schon, die Monsterchens wieder zu sehen. Oh yeah! Habe ich's nicht gesagt? Habe ich's nicht gesagt? Ich hab's gesagt. Ich wechsle mal kurz die Waffe. Der hat, glaube ich, hier draußen angebracht, da viel Starke zu nehmen bei diesen hässlichen Mistviechern. Und soll ich dir was sagen? Hm? Wir frieren nicht mehr. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Stell's dir vor. Das war ja auch der Sinn der Sache. Okay, da ist eine Fackel. Ich gehe jetzt trotzdem ganz kurz in die andere Richtung, weil mich... Oh! Ich wusste doch, da war noch was. Mistvieh, lass ihn in Ruhe. Ja, nee, ich habe schon sowas erwartet. So ist es nicht. Ich will nur kurz wissen, was hier ist. Ich auch. Ah, ja. Ein Freund und Helfer. Hast du gesehen, wie ich ihm die Beine abrasiert habe? Hm. Oh. Böse. Sehr ja. Böse. Hast du noch Platz? Eigentlich nicht. Zumindest nicht für Munition. Wieso? Stasebeschichtung. Beschichtung? Was ist das denn? Da. Aha. Ja gut, ich kann noch mal... Ich kann noch einmal Medipack entfernen, vielleicht sogar noch zweimal, aber dann ist Schluss. Weil das müssen wir... Oh, wir brauchen unbedingt eine Werkbank. Dass wir Sachen zum Beispiel ablegen können. Weil da gibt's hier ja ist eine Menge Munition. Kannst du noch ein bisschen Munition mitnehmen? Weil ich finde, dass, so wie ich momentan ausgerüstet bin, meine Medipacks zu viel sind. Und meine Munition, ja, so ein bisschen... Es geht, aber es ist ein bisschen knapp. Also vielleicht ein, zwei... Oh, passt, hat sich erledigt. Ich konnte einen Medipack benutzen. Also da hinten durch ist noch irgendwas gewesen. Wo? Wo hinten? Oh Mann, ich das Teil nicht anvisiert. Das hier ist ein Medipack. Und das hier ist ein Geheimgang. Eine Kiste. Da hast du ja was gefunden. Oh, noch ein Medipack. Toll. Ich will mal ein bisschen mehr Gegenstände finden und ein bisschen weniger Medipacks und Muni und so Zeug. Da sind noch Kisten. Oh! Ja, musste ja passieren. Oh, bei mir auch. Mhm. Ja, gutes Zeug hast du da gefunden. Gefällt mir sehr. Was haben wir hier? Nochmal Stase, was keinen interessiert. Obwohl, vielleicht wäre es ja ganz praktisch. Benutzen. So, jetzt habe ich wieder Stase aufgeladen. So was gern. So, das war jetzt aber alles, oder? Was hier gab. Mhm. So, ich kann noch einmal Munition aufnehmen. Ich habe wieder einen Slot frei. Und ich habe... Ja... Nee, ich bin ganz voll. Ich bin wirklich komplett zu. Gehen wir entweder hier weiter oder gehen wir jetzt mal Richtung Ziel? Ganz kurz noch. Aber dann gleich Richtung Ziel. Dum, 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 dum. Wir wollen ja die Leute nicht warten lassen. Wobei es hier auch ganz actionreich zugeht, muss ich mal sagen. Also, nicht schlecht. Ups. Hier ist die Pampe zu Hause. Mhm. Das sah richtig cool gerade aus, wie es mit diesen Laserdingen bei mir dieses Viech voll zerfetzt hat. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt einmal um das Gebäude rumgegangen, kann das sein? Mhm. Kann möglich sein. Upp, und da ist schon wieder einer. Oh, Alter. Vorsicht, wo du hinschießt. So. Okay. So, jetzt würde ich nach dem Ziel gehen. Ja. Ich habe ein dickes A hinten drauf stehen.
Ein dickes A für Arschloch. Was steht denn bei dir hinten drauf? Ein dickes A für awesome. Ja. Nee, keine Ahnung, was bei mir hinten drauf steht. Steht bei mir hinten was drauf? Ja, eigentlich nicht. Oh nein. Oh, Mann, ist das hier. Ich geh mal eben in Oh, da ist noch was zum Aufsammeln. Was ich wieder nicht aufsammeln kann. Ah, oh, na gut, also. Weißt du, was du hinten drauf stehen hast? Hm, was habe ich hinten drauf stehen? Ein I für Idiot. Ja, genau. Hey, warte mal, du hast da eine Tätowierung. Da steht Ray. Ah ja. Ah. So. Große Zäune sagen mir immer nie was Gutes. Hohe Zäune vor allem. Was? Doch egal. Bleiben Sie dicht an der Felswand. An der Felswand, ha? Na gut. Ich wäre gerne auf der anderen Seite gegangen, weil mich... Oh, scheiße, hier ist keine Felswand mehr.